Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das ist mein Wochenupdate Woche 12. Aus beim Praktikum als Zeitungsfotograf in Bremen. Kommen wir noch einmal einen kleinen Zeitsprung zurück zu letzter Woche Sonntag. Da habe ich ja Hagedorn geholfen bei der lokalen Story für diese 72-Stunden-Aktion. Da bin ich nochmal hingefahren am Sonntag und habe nochmal ein Foto gemacht, wie es jetzt quasi relativ am Ende kurz vor der Fertigstellung aussieht, was die ganzen Leute da geschafft haben von der Landjugend. Genau. Da gibt es hier mal ein Bild, das habe ich gemacht dort. Das kam dann einen Tag später in der Zeitung, aber dazu gleich mehr. Am Sonntag habe ich dann nicht mehr viel gemacht, außer die Bilder halt fertig gemacht, beschriftet und dann hochgeladen. Ja, genau, dann war ich am Sonntagabend Wahlhelfer, habe dann eine Urne abgeholt mit einem Taxi. Also Taxi wurde auch quasi beauftragt. Das war ganz witzig, das waren ganz viele Taxis für zuständig und LKWs. Die Taxis haben immer eine Urne abgeholt, die LKWs haben mehrere abgeholt. Genau, da waren wir unterwegs. Da habe ich dann eine Urne abgeholt und am Ende habe ich noch ein paar Fotos gemacht, weil ich die ganze Woche über diese Wahl so ein bisschen fotografisch festgehalten habe, als Auftrag, also im Auftrag der Stadt fürs Wahlamt. Ja, dazu gibt es aber auch gleich nochmal mehr. Am Montag, da gab es dann diese Story von Hagedorn in der Zeitung. Sah dann ungefähr so aus. Und dann habe ich freigemacht, Überstunden abgebaut, am Montag, am Dienstag. Genau, das heißt, Montag und Dienstag gibt es nicht mehr so viel zu erzählen, außer dass ich halt bei der Wahl dann ein paar Fotos gemacht habe. Am Mittwoch, da war ich dann krank, habe aber trotzdem so ein paar Mails beantwortet und geschrieben. Am Donnerstag, da habe ich frei gehabt, war Feiertag. Und am Freitag war ich dann ganz früh morgens unterwegs mit dem ersten Auftrag. Nämlich habe ich dann ein paar Fotos gemacht in der HFK, Hochschule für Künste, Musikschule so ein bisschen. Genau, da gab es dann einen Musiker, jemand, der eigentlich Instrumente baut. Der hat ein Gerät entwickelt, so ein kleines Teil, womit Flügel sich besser anhören. Flügel und Klaviere und so. Das war ganz interessant. Genau, das dazu. Da gab es ein Patent zu und das wird wahrscheinlich zweimal in der Zeitung auftauchen. Einmal in einem Extrablatt und einmal wirklich vielleicht im Hauptblatt. Mal gucken. Dann habe ich für, dann hat mich dann hat mich Frank Koch angerufen, der eigentliche Fotograf, der die meisten Sachen macht. Als Freiberufler, glaube ich, ist er. Der hat mich dann angerufen und gesagt, hey hier, ich habe heute viel zu tun, kannst du mir einen Auftrag abnehmen? Dann habe ich das gemacht für ihn, nämlich eine Außenansicht von einem Gebäude, wo es um ein gewisses Insolvenzverfahren geht. Dann habe ich die Galerie bearbeitet, dass alle Bilder drin sind für die Fotoreportage, nämlich gestern am Samstag kam meine Fotoreportage 3 online, beziehungsweise wurde gedruckt. Heute am Sonntag kam sie online. Das ist die Klärwerk-Story. Sieht sehr cool aus. Bin ich damit ziemlich zufrieden. Und ja, was habe ich denn noch am Samstag alles gemacht? Da bin ich um 3 aufgestanden und um 4 Uhr war ich bei der Rehkitz-Rettung dabei. Das ist eine neue Fotoreportage, die ich jetzt bald mache, die ich jetzt gemacht habe und die dann irgendwann bald erscheinen wird. Ganz spannend, echt cool. Wir haben mehrere Felder abgesucht. Und dann haben wir auch wirklich einen Rehkitz gefunden und ist gerettet quasi. Plus wir haben noch einen kleinen Babyhasen gerettet, der nicht weghoppeln wollte und noch ein Entengelege. Danach war ich dann die Vertretung für die Fotografin Carmen, habe für sie dann Fußball fotografiert, Tennis und dann noch Handball. Das war der Samstag, Sonntag jetzt heute nichts, außer die Bilder alle bearbeiten und hochladen. Das war's mit der neuen Woche. Etwas weniger. Und ich bin gespannt, was die nächste Woche so auf mich zukommt. Bis dahin. Ciao.